Deutsch geschrieben und ich habe ihn darum gebeten, er möge das quasi mitnehmen und möchte irgendeinen seiner Studenten fragen, der beide Sprachen perfekt beherrscht oder so, und er möchte das bitte übersetzen, weil das ganz, ganz wichtige Daten sind für ihn drin. Und seither habe ich nichts mehr von dieser Geschichte gehört. Ich kann nur über ganz offizielle Meldungen, wo man mal das eine oder andere mitkriegt oder so, was irgendeiner bringt in seiner öffentlichen Vorträge oder so, kann man den einen oder anderen Satz dann wieder raushören, woher das der ursprünglich stand. Und da waren einige Sätze von mir mit dabei. Ja, okay, an Selbstvertrauen mangelt es dir ja nicht. Auf die Frage vorhin, wie man das verhindern kann, hat auch jemand natürlich im Chat geschrieben, die Wahlen. Ja, ich würde mal sagen, vordergründig ist es wahrscheinlich das einzige und beste Instrumentarium, um unsere Politiker, sage ich mal, zu motivieren oder so weiter. Siehst du das auch so? Die Wahlen werden da mit Sicherheit nichts ändern, weil wenn Wahlen jemals irgendwas ändern würden oder so, dann wären sie schon längst abgeschafft. Okay, hat natürlich auch was für sich, aber gut. Jetzt nochmal kurz zurück zum Thema UFO. Du hast zwar jetzt den Mechanismus erklärt, über die manche dieser Sichtungen quasi passieren, aber wer oder was das jetzt ist, hast du nicht gesagt. Hast du dazu auch eine Idee? Oder? Klar, natürlich. Der allererste Punkt, der mir da in dem Augenblick also quasi einfällt, also es ist immer in Bezug mit Zeit und Dimensionen quasi. Man muss sich das so vorstellen, also sämtliche Zeiten existieren eigentlich im gleichen Moment. Also gleicher ja, das ist ja klar, aber wer oder was ist das? Jetzt ganz konkrete Frage, konkrete Antwort bitte. Ja, und da gibt es jetzt also eine sogenannte Zeitarbeitsgruppe 2109, da gibt es ein Buch dazu, das ist von Ken Webster. Das Buch heißt Die vertikale Ebene, beschreibt ein englischer Universitätslehrer, der irgendwann mal in den 80er Jahren einen Computer bei sich zu Hause aufstellt oder so und plötzlich irgendwelche Botschaften kriegt und den nachher quasi über einen langen Weg raus herausfindet, dass diese Botschaften quasi gleichzeitig mit jemandem stattfindet, der vor 400 Jahren in seinem gleichen Haus gelebt hat. Also quasi die Vergangenheit existiert neben unserer Gegenwart genauso wie unsere Zukunftsphase, wo diese apokalyptischen Dinge alle passiert sind. Und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen, die Post-Apokalypse-Phase, also nachdem quasi diese 10 Könige dem Tier 666 alle Macht für eine Stunde gegeben haben, existiert auf diesem Planet nicht mehr viel. Man weiß aber von unterirdischen Städten oder von unterirdischer Basen, wo unsere Haute Volée, also quasi unsere illuminierte Leute, die eigentlich genau die gleichen Penner sind wie wir alle miteinander, also da beziehe ich mich mit ein, weil wir verwechseln ein bisschen so. Intelligenz wird Gradmesser nach IQ gemessen, wobei Intelligenz eigentlich nicht aussagt, es kann einer sein mit 230 Intelligenz oder so, und der kann sich die Schuhe nicht binden, geschweige denn, dass er im Lidl irgendwo was einkaufen gehen kann oder so, weil er einfach zu blöd dafür ist. Und man verwechselt einfach ein paar Sachen, in dem Augenblick nämlich, wenn jemand intelligent ist und eigentlich die dümmste Sache macht, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil er nicht auf drei zählen kann, also wie unsere ganze Regierung und ganze Bankmanager und alle drum und dran, die uns letztendlich in diese gemachte und gewollte Krise geführt haben, die wir im Moment haben, zum einen. Und zum anderen muss man unterscheiden, ich kann hingehen und kann jetzt wirklich 1000 Lexika von vorne bis hinten auswendig lernen. Nützt mir nichts. Ich kann es aufsagen. Ich kann den Koran von vorne bis hinten aufsagen, wie das in Koranschule gelernt wird oder so, wirklich mit Komma und Strich und allem drum und dran. Jeder einzelne Punkt bedeutet aber nicht, dass ich verstanden habe, was drinsteht. Das heißt, eine Antwort auf die Frage, wer jetzt diese Besucher sind, ist Zeitreisende. Ganz einfach, sind Zeitreise. Es sind die Leute, die quasi diese Apokalypse überlebt haben und die quasi über eine Zeitreise, und zwar nicht in unsere Gegenwart rein, sondern in unsere weitläufige Vergangenheit, quasi um das Jahr 1000 rum, dann plötzlich da waren und plötzlich angefangen haben mit diesen Kathedralenbauten, weil plötzlich waren auch die ganzen Baumeister da. Es waren die ganzen Leute da, die diese ganze Baute erstellt haben, und es war plötzlich diese ganze Kohle da. Gut, wir kommen jetzt irgendwie zum Ende der Sendung, also wenn noch jemand anrufen möchte, sehr gern. Es müssten sich jetzt beide hören, der vorige Anrufer hat da irgendwie noch den Stream mitlaufen lassen, ich weiß nicht genau, wäre sicher noch was optimieren müssen. Aber zum Ende möchte ich jetzt, naja gut, da ist noch was Interessantes. Ja, kommen. Moment. Daman Hur, Stichwort, weil es auch schon in dieser Sendung gefallen ist und weil es da um Zeitreisende geht. Schon mal davon gehört? Ja. Bitte, was kannst du zu Daman Hur sagen? Nee,
Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden, also ich bei mir nicht rüberkomme. Damanhur. Hast du schon mal von Damanhur? Ja, sicher, natürlich. Von Damanhur habe ich was gehört. Ich habe diesen Audi auch mal drauf in Basel drin, bei der Psi-Tage in Basel. Aber da war ich mal für das Magazin 2000, war ich mal da unter als Reporter quasi. Habe ein paar tolle Bilder geschossen, wo die sogenannten Orbs drauf sind, wo ich übrigens auch ein paar tolle Bilder geschossen habe, 2006 in Griechenland. Die sehr, sehr phänomenal sind, werde ich ziemlich irgendwo aufs Ding stellen. Damanhur ist eine ganz einfache Geschichte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von der Sache halten soll. Ich habe mich mit der Thematik beschäftigt. Es sind ein paar Merkwürdigkeiten drin, die mir sofort ins Auge reingestochen sind. Und zwar eine Sache, wo sie sagen, sie haben da also quasi unterirdisch in diesen Berg rein Höhle reingetrieben und da steht ein gigantischer Kristall drin. Jetzt weiß ich, dass Kristalle, also bei dieser ganzen Geschichte, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Erstens und zweitens, in Verbindung mit dieser Zeitreisegeschichte oder so, es ist letztendlich eine Sage oder eine Sache unseres Bewusstseins oder so. Man kann also, wenn man die richtige Meditationsebene oder die richtige Meditationstechnik hat, kann man quasi diese Zeitreisen auch körperlich, also indem man den ganzen Körper mitnimmt, also egal wohin, kann man wirklich bewerkstelligen. Dazu habe ich einen Haufen Material gelesen, unter anderem also quasi diese Geschichte um diese ganze Pyramide von Montauk-Projekt drumherum, wo das ganze Buch auch bei mir auf dem Weltform-Blog drauf ist. Da gibt es ein Interview dazu, das werde ich demnächst auch noch mit reinstellen, wo auch sehr große Ergüsse daraus ersichtlich sind oder so, dass da einige Sachen dran sind, die in sich stimmig sind, also dass die Sache funktioniert und eigentlich auch logisch ist. Und dann habe ich einige Geschichten aus chinesischen oder asiatischen Erzählungen raus, wo irgendwelche Leute behaupten, dass sie an irgendeinem Punkt hinkommen sind, an einem Berg oder so, die sind da in eine Höhle reingegangen, sind dann plötzlich in eine komplett andere Welt gewesen, die also eher unsere heutige moderne Entsprache hat, wo es also riesige Glaspaläste gegeben hat und die waren dort vielleicht 2-3 Tage drin oder so und die kamen dann auch quasi auf dem gleichen Weg wieder zurück und in unserer gegenwärtige Zeit, also in dieser Welt, wo sie dann nachher zurückkommen sind, oder also in unserer Welt oder so, sind in Wirklichkeit dann auch 50 oder 80 oder noch mehr Jahre vergangen. Also es gibt da Diskrepanzen zwischen Zeit und Zeit. Also Zeit ist nicht immer gleich dasselbe. Dann aus dieser Dokumentation raus, gestern aus dem Russischen, die mir eben, wie gesagt, einer meiner Leser zugeschickt hat, wird auch ersichtlich, dass die Nazis also damals schon mit ihrer Flugscheibentechnologie schon ein paar physikalische Effekte nutzen konnten, indem sie quasi mit diesem Luftfahrzeug oder Raumfahrzeug, wie man es nennen möchte, also nicht einfach nur geflogen sind, also nach aerodynamischen Maßstäben oder Begebenheiten, sondern dass sie die ganze umgebende Raumzeit quasi mit sich genommen haben, also dass da quasi auch bestimmte Zeiteffekte damit möglich sind. Denkt man sich diese Technologie ein bisschen weiter in unsere Zukunft rein, dem muss ich sagen, also ein Teil von dieser ganzen Fluggeräte oder so kommt teilweise aus unserer Zukunft, ein Teil davon kommt teilweise aus anderen Planeten, weil also wir hier, die kleinen Menschlein, sind mit hundertprozentiger Sicherheit nicht die einzige Schöpfung oder die Krönung quasi der Schöpfung überhaupt. Man hat mal ein bisschen Untersuchungen angestellt, also alleine nur in unserem Milchstraßensystem existieren rund 100 Milliarden Sonne wie unsere eigene. Daraus hat man dann auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht, wie viele Zivilisationen das sich daraus hätte können entwickeln, über den gleichen Zeitraum wie quasi auch hier auf der Erde. Und kam dann naja, das kennen wir aber. Es ist unwahrscheinlich, dass wir die Einzigen sind. Ja. Korrekt, es ist also. Können wir abkürzen. Und wenn man sich die ganze Sache dann auch ein bisschen hinterblickt und dazu dann auch meine Daten dazu betrachtet und so alle Dinge sich vergegenwärtigt, dass letztendlich also die Aussagen von Nostradamus eigentlich Zukunft- oder Gegenwartsvorwegnahme sind oder so und sich dann einverleibt, was der Mann eigentlich da beschreibt, wobei ich eher weniger empfehlen würde Bücher von Dimde, also von denen habe ich noch nie eins in der Hand gehabt, genauso wenig wie die Bildzeitung gern in die Hand immer oder so, weil da tropft immer das Blut raus. Den hat man dann schon eine Basis oder so, wo man eingreifen kann und kann sagen, okay, Moment mal, hier habe ich eine bestimmte Aussage, was beispielsweise heißt, der Erste vom Dritten Reich hat nur eins im Sinn oder so, Menschenblut zu vergießen. Und das sind dann Sachen, wenn man die den rückverfolgt, weil er behauptet beispielsweise auch, dass man in die Gegenwart blicken kann oder in Zukunft blicken kann, wenn man sich die Vergangenheit betrachtet. Und da kommen dann phänomenale Sachen raus, wenn man den eben
diese Geschichte von wegen die Sache, die zum Beginn des zweiten Jahrtausends angefangen hat und zum Beginn des dritten Jahrtausends, also quasi jetzt wieder gestoppt werde, sich ein bisschen verinnerlicht und sich vorstellt, dass irgendjemand aus der Zukunft oder aus unserer Gegenwart raus 1000 Jahre zurückreist und dort quasi die sogenannte Blaublütige, also die Herrscherhäuser Europas und den letztendlich der westlichen Welt, den begründet und sich den auch gegenwärtig macht. Dass beispielsweise ein Bush, ein Kerry mit Elisabeth II. Von England verwandt sind, die diesen Namen Windsor eigentlich erst seit kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs trägt, weil es vorher hieß hier von Hannover. Ja, ja, unglaubliche Verstrickungen. Zu diesen Flugscheiben aus der NS-Zeit, da muss ich jetzt sagen, gibt es viele Gerüchte, aber keinen einzigen Beweis. Aber andererseits hat sich schon Nikola Tesla über Elektro und also Antigravitation und die Zusammenhänge mit Elektromagnetismus den Kopf zerbrochen. Jetzt noch kurze Frage aus dem Chat. Lustigerweise stellen oft Leute Fragen in dunkelblau, was am schwierigsten zu lesen ist. Stichwort Remote Viewing. Ja. Hast du da schon mal auch dich, nehme ich an, näher damit beschäftigt? Ja. Da geht es ja auch um Zukunftsvorhersagen, Prophezeiungen. Sehr tief, sehr tief. Mhm. Da habe ich übrigens gerade vor ein paar Tagen einen Text gehabt, den ich übrigens auch bei mir in den Blog reinstellen will oder so. Eins der empfehlendsten Bücher dazu überhaupt, zum ein bisschen dahinter steige, was auch die ganze Kristallgeschichte, um nochmal auf diesen Aurodi zurückzukommen, im Zusammenhang steht, ist das Channeling, die Carol Wilson. Und zwar geht es da dabei. Das Channeling, sagst du? Channeling, ja. Ja, ich meine jetzt aber Remote Viewing. Das ist was anderes als Channeling. Also was kannst du über Remote Viewing sagen, war eigentlich die Frage. Ja, das ist ja im Endeffekt genau die gleiche Geschichte, weil diese Leute besitzen ja letztendlich also die gleiche Fähigkeit, sodass sie bewusst quasi Informationsquelle anzapfen können, die eigentlich für jeden anzapfbar wäre, wenn wir wüssten, wie es geht. Mhm. Ja, ja. Und eben diese Carol Wilson, die ist also auch keine Dumme, die ist auch vom Alter her ein bisschen älteres Mädel, also die ist irgendwie was um die 60 rum und die hat diesen Meyer-Kristallschädel, den Mittel-Hedges-Schädel da quasi gecheckt oder so und da kamen ein paar ganz, ganz interessante Geschichten dabei raus, die wiederum auch mit dem Aufbau unserer Welt bestimmte Aussagen in sich vereine und beispielsweise so dass Zahl und Zeit quasi künstlich erschaffen wurden von irgendwelchen Wesen, um uns quasi in dieser Dimension zu halten, weil mir alles andere scheinbar irgendwie nicht ertragen könnte, wenn man es denn bewusst wahrnehmen würde. Also da würden wahrscheinlich die meisten irgendwie von der Hochhäuser runterspringen oder so, weil sie, wenn es das sehen würde, die volle 100%, was eigentlich um sie herum passiert. Ja, Zeit ist eine Illusion, aber eine ziemlich hartnäckige. Übrigens zum Thema Remote Viewing, ganz richtig, Mike schreibt da, Stefan Clemensch wurde da auf exonews.de auch interviewt, durchaus sehr interessant. Mhm. Exonews.de, sowieso wirst du wahrscheinlich auch kennen, Ilia. Ja, Remote Viewing. Und dann, gut, ehe wir da jetzt völlig abdriften, hohle Welttheorie etc., vielleicht zum Schluss doch noch einer der anderen Lieblingsfragen, die immer wieder auftaucht. Das Jahr 2012, dem ja auch sehr viel apokalyptische Dinge nachgesagt werden, siehst du da den Zusammenhang? Ja. Wie schaut es da mit den Codes aus? Da gibt es einen sehr massiven Zusammenhang, und zwar in Verbindung auch mit Bayer-Prophezeiungen. Da kam übrigens letztens auf dem ZDF, auf dieser Sonntagabendsendung, wo sie da immer bringen, um 7:30, wo mir der Name Expedition irgendwas oder sowas kommt, da hatten sie gerade das Thema Maya auch in Verbindung mit Prophezeiungen und sehr verblüfft war ich in dem Augenblick, was mir als entfallen war, von der Erinnerung her, dass es sehr, sehr große Nähe eigentlich mit der biblischen Prophezeiung eigentlich